Ja, das ist die erste Folie. Heute geht es nämlich um die Knochenentwicklung. Das ist also der Vorgang, wie Knochen entstehen. Und dieser Vorgang beginnt, wie Sie sehen, schon im Embryonalleben, aber er endet nicht mit der Geburt, ja, sondern erst ungefähr, wann das Wachstum endet, endet auch die Knochenentwicklung. Ja? Also bei der Geburt sehen wir häufig einen Geflechtknochen nur. Das ist eigentlich eine Vorstufe von dem sogenannten Lamellenknochen, die aber noch nicht so stark mechanisch widerstandsfähig ist. Ja? Das werden wir dann heute besprechen, wie zuerst dieser Geflechtknochen entsteht und dann wie aus einem Geflechtknochen ein reifer Knochen, das heißt Lamellenknochen, dieser mechanisch widerstandsfähige Knochen entsteht. Und wie dieses Schema zeigt, entstehen die Knochen immer aus einem Bindegewebe und zwar aus dem Mesenchym. Das ist dieses embryonale, undifferenzierte Bindegewebe. Und man unterscheidet zwei Formen von Ossifikation. Die eine ist die sogenannte desmale Ossifikation. Das heißt, dass in dieser Form das Mesenchym direkt zum Knochen wird. Ja, und das passiert bei den Plattenknochen, bei Schädeldachknochen zum Beispiel, aber auch bei anderen Plattenknochen und auch interessanterweise entsteht die Clavicula auch so. Im Gegensatz dazu entsteht bei der sogenannten chondralen Ossifikation zuerst Knorpelgewebe und zwar aus hyalinem Knorpel und erst später, also aus diesem Knorpelgewebe, kommt das dann zur Entstehung von Knochen, also dieses Knorpelgewebe wird degenerieren und dann entsteht das Knochengewebe, also das ist auch deshalb indirekte Verknöcherung oder Ossifikation genannt. Ja, und das ist eigentlich typisch für alle Röhrenknochen und kurze Knochen, also für die meisten Knochen. Okay. Desmalen Ossifikation an, das ist der einfachere Vorgang. Dazu zeige ich Ihnen auch schematische Abbildungen und auch historische Bilder. Also was hier eigentlich passiert, dass zuerst eine Membranstruktur entsteht, die aus diesem Mesenchym besteht. Ja, also der Knochen, der zukünftige Knochen ist ein weiches Gewebe zuerst, also bestehend aus Mesenchym. Und die Form widerspiegelt aber die Form des zukünftigen Knochens. Und hier sehen Sie schematisch, wie dieses Mesenchym aufgebaut ist. Das sind hier die Mesenchymzellen, diese vortrittsreichen Zellen. Und was noch wichtig ist, dass dieses Gewebe immer sehr reich an Gefäßen ist. Diese mit Blut gefüllten Gefäße geben eine mechanische Stabilität diesem Gewebe. Und was zuerst passiert, ist die sogenannte Verdichtung des Mesenchyms. Darunter verstehen wir das, dass die Zellen Gruppen bilden. Ja, sie kommen näher zueinander und bilden sogenannte Ossifikationszentren. Ja, also hier sehen Sie so ein Zentrum, Punktum Ossifikation ist. Und dann beginnt die Differenzierung der Mesenchymzellen. Also aus diesen undifferenzierten Zellen entstehen zuerst sogenannte Osteoprogenitorzellen. Und natürlich teilen sich die Zellen auch inzwischen. Also diese sind sehr stark teilungsfähige Zellen, wie auch die Osteoprogenitorzellen. Aber diese Zellen können von nun an nur noch in die Richtung von Knochenzellen weiter differenzieren. Und die hier sichtbaren nicht mehr fortsatzreichen Zellen werden schon Osteoblasten genannt, die also aus den Osteoprogenitorzellen entstehen und die aber nicht mehr teilungsfähig sind. Aber sie sind fähig,
das sogenannte Osteoid zu produzieren. Das Osteoid ist hier gelb markiert, das ist eigentlich eine organische Knochenmatrix, also Knochenmatrix ohne die anorganischen Komponenten. Also das heißt praktisch Kollagenfasern. Ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass die Mehrheit von Osteoid aus Kollagenfasern besteht. Ja, und dann erst kommt es zur Mineralisierung, also zur Verkalkung. Das sehen Sie hier, dass dann die aus den Osteoblasten entstandenen Osteozyten dann mit dieser hier gelb markierten, dunkler gelb markierten, schon verkalkten Knochenmatrix umgeben sind. Also das heißt, dass die Zellen quasi eingemauert werden in diese Knochenmatrix. Ja, und so entsteht ein kleiner Knochentrabekel, ein kleines Knochenbällchen. Und das wird auch immer die Regel sein, dass dann die Osteozyten innerhalb von einem Knochentrabekel in einer Lakune immer sitzen. Und die Osteoblasten, der Vorgang geht natürlich weiter, also neue Osteoblasten entstehen. Und diese Osteoblasten werden immer auf der Oberfläche des schon entstandenen Knochenbällchens zu finden sein. Ja, und wenn wir hier uns dieses Bild anschauen, also das zeigt ein entstandenes Knochenteilchen, also in der Mitte, also innerhalb von Knochenmatrix sehen Sie die eingemauerten Osteozyten, die also immer in Lakunen sitzen und von Knochenmatrix umgeben sind. Auf der Oberfläche sind die aktiven Osteoblasten, die also weitere Schichten von zuerst von Osteoid bilden, die, und dieses Osteoid verkalkt sich dann, mineralisiert sich dann. Und dann, wenn der Vorgang weitergeht, werden diese Knochenteilchen miteinander fusionieren und so entsteht schon dieses Geflecht Knochen, also ein Netzwerk aus diesen Knochentrabeken. Und Sie sehen, dass dann die Zwischenräume natürlich immer noch dieses Mesenchym enthalten. Ja, also diese Knochenbällchen sind in diesem Mesenchym noch eingebettet und das, der noch nicht verknöcherte Anteil besteht deshalb auch aus Mesenchym. Und diese Zwischenbereiche werden Markhöhlen genannt, also primäre Markhöhle in dem Stadium noch, wo wir immer noch zahlreiche Gefäße haben. Was ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass auf der Oberfläche von diesem Knochenbereich dieses Mesenchym zu Periost wird. Ja, Periost ist also die Knochenhaut und der Mechanismus ist derselbe, also aus Mesenchymzellen entstehen diesmal aber keine Osteoblasten, sondern Fibroblasten, also die Zellen, die dann diese Bindegewebe-Matrix herstellen können, also Kollagenfasern unter anderem und auch Proteoglykane, Lipoproteine. Und so entsteht ein straffes Bindegewebe mit Fibrozyten dann, die dann aus Fibroblasten entstehen. Ja, und auf beiden Enden entsteht dann diese Schicht, diese bindegewebige periostale Schicht. Ja, also zuerst entsteht dieser Geflechtknochen und später kommt es zum Umbau. Das heißt, das Gewebe wird eigentlich komplett entfernt und neu aufgebaut. Mit Hilfe von Osteoklasten kommt es zur Entfernung von Matrix und dann zum Neuaufbau entsprechend, aber schon den mechanischen Kräften, also Zugkräften, Druckkräften. Das passiert, wenn ein Kind zum Beispiel zu laufen beginnt und dann entstehen diese mechanischen Kräfte und der Knochen muss natürlich dementsprechend werden. Also bei Plattenknochen besteht ein Lamellenknochen aus Spongiosa einmal, also in der Mitte der Plattenknochen gibt es dieses schwammartige Knochengewebe, das auch aus Trabeken, also aus Knochenbällchen bzw. aus Markhöhle besteht. Hier sprechen wir aber schon über eine sogenannte sekundäre Markhöhle, weil hier wir nicht mehr dieses Mesenchym haben, wie im Geflechtknochen, sondern rotes Knochenmark. Also das ist dieses Gewebe, das
immer die Lücken zwischen diesen Knochenbärchen bei so einem Knochen ausführt und dort läuft die Blutbildung. Aus diesem Periost entstehen aber noch weitere Knochenschichten, und zwar die kortikale Schichten der Plattenknochen. Also diese entstehen aus einer sogenannten periostalen Ossifikation. Also das heißt, dass die innere Schicht vom Periost, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, eine zellreiche Schicht ist, die viele undifferenzierte Zellen, also Mesenchymzellen, enthält. Und diese Mesenchymzellen können sich hier auch wieder zuerst zu Osteoprogenitorzellen differenzieren, die dann zu Osteoblasten werden. Diese produzieren das Osteoid und das wird dann verkalkt und die Osteoblasten werden dann am Ende zu Osteozyten. Also so entstehen diese kortikalen Schichten auf der Oberfläche der Plattenknochen. Wie sieht das histologisch aus? Ja, unsere Schnitte werden noch aber das Stadium von Geflechtknochen zeigen. Ja, also das sehen Sie hier. Also auf der Oberfläche Periost auf beiden Seiten, das ist straffes kollagenfaseriges Bindegewebe, und im Inneren sehen Sie die Anschnitte der Knochentrabeken, das sind diese stark eosinophilen Strukturen, und die Zwischenräume sind die Markhöhlen, die mit Mesenchym ausgefüllt sind. Und wenn wir so ein Knochenbärchen vergrößern, dann sehen wir hier immer noch das Periost auf der Oberfläche. Da sehen Sie stark eosinophil die Knochenbärchen. Ja, also das ist noch ein Stadium, wo diese Knochenbärchen noch nicht verkalkt sind. Also sie bestehen hauptsächlich aus Osteoid, also das heißt Kollagenfasern, die sich immer stark eosinophil anfärben lassen. Das ist eine Markhöhle, die also Mesenchym oder lockeres Bindegewebe können auch Sie sagen. Aber praktisch ist es ein Mesenchym mit Gefäßen. Ja, und die Oberfläche dieser Knochenbärchen, also sowohl außen hier als auch innen, gibt es immer viele, viele Osteoblasten, stellenweise auch Osteoklasten, die wir jetzt aber mit dieser Vergrößerung nicht erkennen können. Aber innerhalb der Knochenbärchen gibt es immer schon diese inaktiven Osteozyten, die immer in Lakunen sitzen und völlig eingemauert sind in diesem verkalkten Knochenmatrix. Und das ist immer noch dieses Stadium, also was wir in der Übung auch sehen werden, aber ein solcher Bereich, wo wir auch weitere Einzelheiten sehen, also Periost immer noch hier oben, Knochen, Bärchen oder Trabekula mit eingemauerten Osteozyten und auf der Oberfläche Osteoblasten. Ja, wir haben letztes Mal auch gesagt, dass diese Osteoblasten immer stark basophil sind, weil sie viele Proteine herstellen und deshalb reich an Ribosomen sind. Ja, Proteine sind diese Kollagenfasern hauptsächlich, die sie produzieren, und das sind die eingemauerten Osteozyten. Ja, das ist also eine Grundregel, dass die Osteozyten immer innerhalb der Trabekulae zu finden sind. Die Osteoblasten aber immer sitzen immer einem Knochenbärchen auf und produzieren dann neue Schichten von Osteoid. Was wir noch sehr schön sehen, sind diese Osteoklasten. Das sind immer sehr große, auch stark basophile Zellen mit mehreren Zellkernen, die in diesen konkaven sogenannten Hauschild-Lakunen sitzen, und sie beginnen schon mit der Entfernung von Knochenmatrix. Also hier beginnt auch schon ein bisschen der Umbau. Ja? Und links sehen Sie eigentlich dasselbe Bild, aber mit Asan jetzt angefärbt. Und Asan zeigt natürlich die Kollagenfasern, wie alle Kollagen. Bindegewebsfasern in blauer Farbe, aber Sie sehen auch hier diese Osteoblasten auf der Oberfläche, die jetzt rot erscheinen, weil mit Asan alle Zellen rot sind. Hier auch, und Osteoklasten können Sie auch erkennen, Entschuldigung, und ja, es gab auch Osteozyten in der Mitte.
Aber dieser asangefärbte Schnitt ist kein Prüfungsschnitt. Diese Folie zeigt schon den Lamellenknochen aus einer Plattenknochen, also wo wir Spongiosa in der Mitte haben und kortikale Schicht auf der Oberfläche. Diesen Schnitt werden wir allerdings erst später am Ende des Semesters haben, wenn wir das rote Knochenmark als Thema haben werden. Das sehen Sie auch hier in diesen Marschen zwischen den Knochenbergchen, ja, in den Markhöhlen, das rote Knochenmark mit undifferenzierten Blutzellen noch, also Blutbildung findet hier statt. Und diese stark eosinophilen Bereiche sind die Knochenbergchen, die aber hier schon Lamellen bilden, ja, so entsprechend den mechanischen Kräften aus. Und vergrößert sieht dieser Bereich so aus. Also die Osteozyten sind auch hier eingemauert natürlich. Und in der Markhöhle sehen Sie das rote Knochen. Das rote. Okay, also hier möchte ich ein paar Worte über das Dickenwachstum, also generell über das Wachstum der Plattenknochen sprechen. Zuerst über das Dickenwachstum. Und das heißt eigentlich, wie ein Knochen immer dicker wird während der Ossifikation. Und das passiert immer mit einer sogenannten periostalen Ossifikation. Also das ist immer noch desmale Ossifikation eigentlich, weil das Periost auch ein Bindegewebe ist. Aber hier geht es darum, dass aus dieser inneren zährreichen Schicht von Periost dann die Mesenchymzellen zu Osteoprogenitorzellen und dann auch zu Osteoblasten werden, die dann Osteoid produzieren. Also derselbe Vorgang eigentlich, den wir schon erzählt haben. Aber so können immer mehrere Schichten von Knochenlamellen sich ablagern unter dem Periost und so entsteht immer die Kompakta. Ja, und diese Schicht wird mit der Zeit immer dicker. Aber etwas müssen wir hier noch als Ergänzung sagen, wenn wir zum Beispiel an Schädeldach denken. Also das ist ein solcher Knochen, der mit diesem Mechanismus entsteht. Aber bei Schädeldach muss das Schädelinnere auch vergrößert werden und das geht. Nur, das ist nur so möglich, wenn wir hier auf der konkaven Seite das Knochengewebe abbauen, also, und das machen hier die Osteoklasten auch. Also auf der konkaven Fläche kommt es gleichzeitig zum Wachstum auch ein Abbau vom Knochengewebe und so kann das Schädelinnere immer auch größer sein. Also an der konvexen Seite kommt es eher zu einem Anbau, Dickenwachstum, aber hier auf der konkaven Seite wird das Knochengewebe entfernt, parallel dazu. Auf dieser Folie sehen Sie das sogenannte Längenwachstum der Plattenknochen, also wie die Knochen immer breiter werden. Und das geht eigentlich radiär von den Ossifikationszentren ausgehend. Also das ist diese desmale Ossifikation, die also immer radiär weiter ausdehnt, ausgehend von diesem Punktum-Ossifikation ist. Und hier sehen Sie das ja etwas noch, also diese Ossifikationszentren bleiben später auch sichtbar, bilden sogenannte Höcker. Ja, also das können Sie später, wenn Sie später den Schädel lernen, werden Sie über diese Bereiche noch hören. Die sind makroskopisch sichtbare Bereiche am Schädeldachknochen, weil dort das Knochengewebe immer dicker bleibt. Was ich hier noch aber betonen möchte, dass diese Schädeldachknochen dann nicht ganz sich verknöchern. Das sind Schädel von Neugeborenen, die Sie jetzt sehen. Und das ist sichtbar, dass die sogenannten Fontanellen noch hier diese unverknöcherten Bereiche sichtbar sind. Also das sind Bereiche, die bindegewebig noch sind. Und sie werden erst später verknöchert. Der sogenannte Fonticus major erst im
zweiten Lebensjahr, die kleineren Fontanellen etwas höher. Also diese bindegewebigen Bereiche sind klinisch auch wichtig. Bei Geburt zum Beispiel ist das so möglich, dass der Schädel kleiner wird und später werden diese Bereiche erst verknöchert und ja, es bleiben dann die später nur die Suturen übrig, die Nähte zwischen diesen Schädelknochen, die eigentlich Syndesmosen sein müssen, weil der Vorgang so ist, dass wir ein Bindegewebe ursprünglich haben, das dann sich verknöchert. Also diese Knochenverbindungen sind deshalb immer Syndesmosen. Und sie können auch, also der Schädel kann sich auch ein bisschen mit nach der Geburt noch wachsen. Nicht so stark, aber ein bisschen wächst der Schädel auch nach der Geburt. Ja, und wie sie genau heißen, werden sie später in Anatomie lernen. Ja, und das kann auch zu Fehlbildungen kommen, zu sogenannten Kraniosynostosen. Das heißt, dass diese Nähte frühzeitig sich verknöchern. Sie sehen zwei Beispiele dafür. Der sogenannte Kahnschädel bedeutet, dass diese sogenannte Pfeilnaht zu früh verknöchert wird und kompensatorisch kommt es zu einem intensiven Wachstum entlang der Kranznaht und der hinten von Sutura lambdoidea. Und so wird der Schädel so von vorne nach hinten länger sein. Also wie ein Kahn sieht dann der Schädel aus. Im Gegensatz zu Turmschädel, das ist der Zustand, wenn die Kranznaht hier mit Rot markiert zu früh sich verknöchert und dann kommt es zu einem kompensatorischen Wachstum entlang der Pfeilnaht und dann wird der Schädel so höher, so turmförmig sein. Und das ist noch interessant und das möchte ich auch betonen und ein bisschen die Anatomie mit Embryologie vergleichen, dass die Clavicula auch mit der smalen Ossifikation entsteht, wie auch die Mandibula oder Sacrum und auch das Hüftbein. Und bei diesen Knochen werden deshalb auch die Gelenkflächen faserknorpelig sein, ja, und nicht mit hyalinem Knorpel bedeckt. Ja. Es gibt nämlich während diesem Vorgang, während der desmalen Ossifikation, kein hyaliner Knorpel. Ja, und deshalb können die Gelenkflächen auch nicht mit hyalinem Knorpel überzogen sein. Ja. Aber in diesem Fall wird dann das Osteoid sehr reich an Kollagenfasern sein, wie wir das auch schon wissen. Und Faserknorpel besteht auch hauptsächlich aus Kollagenfasern. Ja, also das war die desmale Ossifikation. Und jetzt kommt die andere Form, die sogenannte chondrale Ossifikation. Und nochmal das Schema. Also hier entsteht das Knochengewebe ebenfalls aus Mesenchym, also aus seiner bindegewebigen Anlage, aber zuerst entsteht ein hyaliner Knorpel und erst dann entsteht aus diesem Knorpel das Knochengewebe. Und das läuft also so, dass wir zuerst ein Knorpelmodell, also zuerst entsteht ein Knorpelmodell während diesem Vorgang, und zwar aus hyalinem Knorpel. Und dieses Modell widerspiegelt die Form des zukünftigen Knochens, also so röhrenförmig sieht es aus. Und das entsteht aus Mesenchym natürlich. Und zwar so, dass außen, also aus diesem Mesenchym, das ursprünglich wir haben, die Zellen zu Chondroblasten zuerst differenziert, also nicht direkt zu Osteoblasten, sondern jetzt zu Chondroblasten, die dann Knorpelmatrix herstellen und dann werden die Chondrozyten durch diese Knorpelmatrix völlig umschlossen. Ja? Und bei Knorpelgewebe haben wir darüber schon gesprochen, wie dieses Knorpelgewebe in der Länge und in der Dicke wachsen kann. Und dieses Knorpelmodell wird natürlich mit Perichondrium umgeben, das ebenfalls aus diesem
Mesenchym entsteht. Das ist also der erste Schritt. Dann der nächste Schritt ist, dass um dieses Knorpelmodell herum eine sogenannte Knochenmanschette entsteht. Und zwar in dem zukünftigen Diaphysenbereich. Das ist hier mit Gelb markiert. Und diese Knochenmanschette entsteht eigentlich ähnlich wie die desmale Ossifikation abläuft, bin aus Mesenchymzellen wieder direkt. Ja, also hier entstehen nämlich wieder Osteoprogenitorzellen und Osteoblasten aus Mesenchymzellen und so entsteht Osteoid, das dann sich mineralisiert und so weiter. Also diese Knochenmanschette entsteht eigentlich mit desmaler Ossifikation, das können wir auch periosteale Ossifikation nennen. Ja, die Nomenklatur ist auch hier nicht ganz einheitlich, aber diese Knochenmanschette ist sehr wichtig, weil sie eigentlich ähnlich wie nach einer Fraktur die Gipse eine mechanische Ruhe für die weiteren Schritte sichert. Und das werden wir auch aber sehen, dass eine andere Konsequenz dieser Knochenmanschette hat, nämlich dass die Blutversorgung des Knorpels nicht mehr ausreichend wird, weil diese Knochenmanschette, die außen im Periost, also hier sprechen wir schon über Periost, weil wir hier schon Knochengewebe haben, also die Gefäße, die hier im Periost zu finden sind, dann nicht mehr durch diese Knochenmanschette, also die Nährstoffe nicht mehr durch diese Knochenmanschette diffundieren können. Also letztendlich beginnt hier schon mit der Entstehung der Knochenmanschette die Degeneration des Knorpelgewebes, weil die Blutversorgung verschlechtert wird. Und der Vorgang läuft dann immer von der Diaphyse ausgehend in beide Richtungen. Also in der Mitte der Diaphyse haben wir die primären Ossifikationszentren. Was kommt dann? Also hier sehen Sie wieder links, zuerst zeige ich den Vorgang schematisch. Also diese gelbe Struktur ist die Knochenmanschette, die also die Blutversorgung verschlechtert. Und die Zellen, die Chondrozyten, verändern sich zuerst. Und zwar so, dass sie stark anwachsen. Ja, man spricht über eine sogenannte Hypertrophie der Chondrozyten. Also die Zellen werden einfach größer. Eigentlich ist es noch keine Degeneration. Sie produzieren zuerst verschiedene Faktoren. Und weil die Zellen also viele Sachen produzieren, werden sie auch selbst größer. Kollagen Typ 10 zum Beispiel wird wichtig für die Verkalkung der Knorpelmatrix sein oder alkalische Phosphatase oder verschiedene Faktoren, die später eine Rolle haben werden bei Gefäßinvasion oder bei Knorpelabbau. Also wichtig ist, dass die Zellen zuerst größer werden, die Knorpelzellen, und dann, dank dieser Faktoren, beginnt die Verkalkung der Knorpelmatrix. Das ist auch hier einigermaßen gezeigt. Also die Knorpelmatrix, die ja, kann man eigentlich in sogenannte longitudinale und transversale Septen aufgeteilt werden. Das ist weniger wichtig. Wenn Sie das nicht wissen, ist kein Problem. Das reicht, wenn Sie sagen, dass die Knorpelmatrix verkalkt. Aber eigentlich verkalken sich nur diese longitudinal geordneten Septen, diese transversalen bleiben unverkalkt. Und das ist wieder ein Vorgang, der die Blutversorgung der Chondrozyten weiter verschlechtert, ja? Verhindert. Ja? Also die Knochenmanschette verschlechtert auch die Blutversorgung und die Diffusion und diese Verkalkung macht diesen Vorgang weiter. Und letztendlich bekommen die Chondrozyten keine Nährstoffe mehr und sie gehen dann deshalb zugrunde. Also das ist die Folge. Ja, früher hat man diesen Vorgang so erklärt, dass die Zellen eigentlich deshalb sich vergrößern und am Ende zerplatzen, weil sie also keine Nährstoffe mehr bekommen und
folglich entsteht das Glykogen, das in den Chondrozyten gespeichert wird. Also aus diesem Glykogen entsteht Glucose. Und Glucose, also Zucker, ist immer osmotisch aktiv und zieht Wasser rein. Und deshalb werden dann die Zellen größer und am Ende zerplatzen sie, wenn sie nicht mehr intakt bleiben können. Ähnlich wie Weintrauben, wenn es viel regnet, dann werden diese Trauben immer größer und am Ende zerplatzen sie auch. Also das ist vielleicht eine Lernhilfe, also so können Sie das vielleicht, Sie können so vielleicht den Vorgang besser merken. Also auf jeden Fall kommt es zuerst zur Hypertrophie der Chondrozyten und dann gehen die Zellen zugrunde, parallel zur Verkalkung des Matrix, der Matrix. Dann, also letztendlich degeneriert der Knorpel. Ja, das ist, was eigentlich passiert. Ja, und Sie haben dann ein degeneriertes Gewebe, ja, wie in einem Krieg mit zerstörten Häusern. Und diese müssen wir zuerst entfernen, um dann ein neues Gewebe aufbauen zu können. Und wie dieser Vorgang abläuft, möchte ich hier erklären. Die sogenannte mesenchymale Invasion wird der nächste Schritt sein. Was heißt das? Das sehen Sie hier auf diesen Bildern. Mesenchymzellen zusammen mit Gefäßen werden dann durch diese Knochenmanschette hindurch eintreten, und zwar so, dass diese Knochenmanschette durch Osteoklasten zerstört wird. Und dann werden die hier eingedrungenen Mesenchymzellen dieses degenerierte Knorpelgewebe entfernen, und zwar so, dass aus diesen Mesenchymzellen, also Stammzellen besser gesagt, diese sind nämlich zuerst hämatopoietische Stammzellen, aus denen die immer die mobilen Zellen entstehen, also das heißt die Makrophagen, die Chondroklasten, die dann diese Knorpelmatrix zerstören und entfernen können, werden reinkommen. Also es kommt zum Abbau von Knorpelmatrix und dann gibt es schon Platz, wenn der Knorpel entfernt ist. Und dann können aus den Mesenchymzellen, also das ist die andere Form von Stammzellen, Osteoblasten entstehen, wieder zuerst Osteoprogenitorzellen, dann Osteoblasten, die dann Osteoid schon produzieren können, und so beginnt die Knochenbildung. Ja? Also das ist der vierte Schritt. Aber darüber, also bevor ich darüber noch ein bisschen spreche, zeige ich hier, dass inzwischen in den Epiphysen, in den zukünftigen Epiphysen auch Ossifikationszentren auftreten. Also die Epiphysen werden immer etwas später sich verknöchern und aus diesen sogenannten sekundären Ossifikationszentren wird der Radier weitergehen. Ja, also nochmal über diese mesenchymale Invasion. Also diese Knorpelmatrix wird also durch Makrophagen und Chondrozyten, Chondroklasten entfernt. Ja, Makrophagen können die nicht verkalkten Komponenten entfernen, die Chondroklasten die verkalkten. Aber letztendlich wird fast die ganze Knorpelmatrix entfernt und so entstehen die Markhöhlen, die sogenannten primären Markhöhlen, also diese hohen Räume, wohin dann immer die Gefäße eindringen können. Was ich aber hier noch betonen möchte, ist, dass manche Matrix-Trabeken übrig bleiben und nicht entfernt werden, weil diese Osteoblasten, die dann das Knochengewebe aufbauen werden, immer ein Gerüst brauchen. Also sie können nicht so frei sein, das haben Sie schon bei der desmalen Ossifikation gesehen, dass sie immer freien Oberflächen auflegen. Und das passiert auch hier. Also manche Knorpelmatrix-Trabeken bleiben erhalten und dort können dann die Osteoblasten aufsitzen. Und
das können Sie mit diesen verschiedenen Farben sehen, dass sie dann zuerst Osteoid produzieren, das dann später verkalkt wird. Und diese ehemalige Knorpelmatrix, also diese Knorpelmatrix-Trabeken, werden auch Richtungssparren deshalb genannt, also sie dienen eigentlich als Unterlage für die Zellen. Und so entstehen dann langsam die primären Knochenbärchen, die also aber davon oder so von den Knochenbärchen der desmalen Ossifikation sich unterscheiden, dass sie immer in der Mitte etwas Knorpelmatrix enthalten. Ja, weil diese Osteoblasten ursprünglich der Knorpelmatrix sind. Ja, also das ist der Vorgang. Und wenn Sie sich vorstellen, dieser Vorgang schreitet dann von der Mitte der Diaphyse immer weiter Richtung Epiphysen. Also am weitesten fortgeschritten ist der Vorgang in der Mitte der Diaphyse. Und dann die vorherigen Schritte sieht man eher weiter oben, also in der Nähe der Epiphysen. Und unsere Schnitte werden ein Stadium zeigen, wo die Mitte der Diaphyse eigentlich schon verknöchert ist. Das sehen Sie hier. Und die Epiphyse aber noch nicht verknöchert ist. Und der Vorgang, also die eigentliche Ossifikation, läuft ungefähr hier an der Grenze, ungefähr jetzt zwischen Epi und Diaphyse. Ja, also was Sie auf diesem Bild jetzt sehen, also mit dieser kleinen Vergrößerung, ist, dass in der Epiphyse wir noch Knorpelgewebe haben mit kleineren sekundären Ossifikationszentren. Dann aber ist die Diaphyse eigentlich schon verknöchert. Also das ist hier schon Geflechtknochen mit diesen stark eosinophilen Knochenbärchen, die also immer ein bisschen Knorpel in der Mitte haben. Und die Hohlräume zwischen den Knochenbärchen den Markhöhlen entsprechen. Das sind die primären Markhöhlen, wo wir hier noch Mesenchym haben, aber weiter unten können wir auch schon stellenweise rotes Knochenmark sehen. Also hier unten ist der Vorgang immer schon weiter fortgeschritten. Wo eigentlich die Ossifikation sichtbar ist, ist hier, also wie gesagt, ungefähr an der Grenze zwischen Epi und Diaphyse. Und hier werden wir diese Schritte sehen, die ich vorher erzählt habe. Die mesenchymale Invasion ist allerdings auch schon mit dieser kleinen Vergrößerung sichtbar. Das ist dieser scharfe Übergang zwischen Knorpel und Knochengewebe. Und man sieht außerdem noch immer das Periost außen, also dieses straffe Bindegewebe. Und direkt unter dem Periost, also diese erste Knochenlamelle hier, peripher, das ist die Knochenmanschette, die hier unten ein bisschen tangential geschnitten wurde, deshalb breiter in einer größeren Fläche sichtbar ist. Und was unsere Schnitte nicht mehr zeigen, ist der Lamellenknochen. Das passiert erst später. Also wenn dieser ganze Knochen fertig ist, also aus Geflechtknochen bestehend, dann wird das ganze Gewebe völlig ganz umgebaut und entsprechend den mechanischen Kräften entsteht dann der Lamellenknochen. Über diesen Umbau haben wir letztes Mal ein bisschen schon gesprochen. Aber bleiben wir noch bei diesem Geflechtknochen, wie also diese Zonen in unseren Schnitten erscheinen. Ja, also das wäre, wie auch das Schema zeigt, also der Bereich, wo also die zwischen Knochen und Knorpelgewebe, der Bereich, hier oben zeige ich das auch. Und unten, wie gesagt, kann man diese mesenchymale Invasion sehr gut erkennen. Ich werde gleich eine stärkere Vergrößerung darüber zeigen. Hier läuft aber der Abbau von Knorpel und Bildung von Knochenmatrix. Also Nummer 4, wo Sie diese helle Zone sehen, das ist die Degenerationszone, wo die Knorpelzellen schon zugrunde gegangen sind und wo das Knorpel stark verkalkt ist. Wo Sie größere Zellen sehen, also hier schematisch auch, diese Zone entspricht der Zone der Hypertrophie, wo also die Chondrozyten stark anwachsen. Das wird auch deshalb Blasenknorpel genannt.
Und wenn wir noch weiter nach oben gehen, dann haben wir eine sogenannte Proliferationszone. Das heißt, dass hier die Zellen sich teilen, stark teilen, die Chondrozyten, und bilden longitudinale isogene Gruppen. Also eine intensive Zellteilung findet hier statt. Das werden wir sehen, dass es sehr wichtig ist für das Längenwachstum, dass hier die Chondrozyten sich teilen. Und ganz oben, wo wir noch Knorpelgewebe haben, spricht man über die Reservezone. Und das ist Hyalinenknorpel, ein besonderer Typ von Hyalinenknorpel, der ein bisschen ähnlich wie Mesenchym aussieht. Das heißt fötaler Knorpel. Darüber haben wir bei Knorpelgewebe gesprochen. Ja, und nochmal mit stärkerer Vergrößerung. Und Sie werden auch einen Asan-Schnitt in der Übung haben. Und leider ist die Zeit nicht so, nicht ausreichend, alles wieder zu erklären. Aber in der Übung werden Sie dann diese Zonen sehr gut erkennen können in den Schnitten. Ja, also Reservezone, Proliferationszone, die so wirklich vorzustellen ist wie ein Maiskolben. Ja, diese Maiskörner könnten schematisch die Chondrozyten sein und die Matrix könnte dann diese Achse sein, nachdem wir die Maiskörner gegessen haben, bleibt dieser Stamm zurück. Das wäre die Grundsubstanz, die Knorpelmatrix. Und die Zellen sind hier wirklich in longitudinalen Gruppen geordnet, isogenen Gruppen. Dann, wo sie ganz große Chondrozyten sehen, wird die hypertrophe Zone sein. Und dann, wo sie schon sehen, dass die Zellkerne pyknotisch sind von Chondrozyten und wo dann die Zellen eigentlich verschwunden sind, das ist die Degenerationszone. Ja, und Sie müssen immer die Verkalkung der Matrix dazu denken. Und dann, wo Sie praktisch schon diese Knochenbärchen sehen mit Markhöhlen in den Zwischenbereichen, das ist die mesenchymale Invasion, wo eigentlich also die Matrix noch die ehemalige Matrix sichtbar ist, aber mit Asan sehen wir das Osteoid schon sehr gut. Das ist immer etwas dunkler wegen Kollagenphase. Aber ich werde das nochmal auf diesem Bild zeigen. Also das ist jetzt eine stärkere Vergrößerung von diesem, wo wir schon die Knochenbärchen und die Markhöhlen sehen. Also wie ist ein Knochenbärchen aufgebaut? In der Mitte sehen wir also immer die ehemalige Knorpelmatrix. Das wird mit HE hellblau sein. Und auf der Oberfläche sehen Sie schon diese frisch gebildete Osteoid, gebildet durch Osteoblasten, die also immer aufsitzen in diesem Knochenbärchen. Und Osteoid ist immer eosinophil wegen Kollagenfasern. Ja, das ist sehr wichtig. Und Sie können dann den Farbenunterschied zwischen Knorpelmatrix und Osteoid sehen. Ja, Osteoklasten kann man auch in diesem Schnitt erkennen, die schon etwas mit dem Abbau beginnen. Und die Markhöhle ist mit Mesenchym ausgefüllt. Also hier oben haben wir immer noch primäre Markhöhle. Hier weiter unten kann, wie gesagt, auch schon das rote Knochenmark erscheinen. Hier, also von unten, jetzt aber mit Asan, also Markhöhlen, also mit stellenweise schon mit rotem Knochenmark ausgeführt, aber wenn Sie primäre Markhöhle sagen, das wird auch akzeptiert, ja, das ist unterschiedlich in den Schnitten. Aber was ich mit Asan betonen möchte, dass wir sehr schön die verschiedenen Teile von den Knochenbärchen sehen können. Knorpel erscheint nämlich mit Asan auch hellblau, das Osteoid aber dunkelblau, also nicht rot wie mit HE, aber wo es schon zu Verkalkung gekommen ist, dort werden wir eine rote Farbe sehen. Also hier weiter unten wird das Osteoid, ist das Osteoid schon verkalkt. Und hier kann man schon die eingemauerten Osteozyten auch erkennen, also weiter unten jetzt. Und am Ende möchte ich hier noch dieses Bild zeigen, also das ist eigentlich schon ein späteres Stadium, wenn auch schon die Epiphyse quasi entstanden ist, also nach der Geburt.
entstehen die meisten, also verknöchern sich in den meisten Knochen die Epiphysen erst. Aber was ich hier betonen möchte, dass an der Grenze zwischen Epi und Diaphyse wir die sogenannte Epiphysenfuge haben. Das ist eine Zone, die aber immer noch knorpelig ist. Und das ist sehr wichtig für das Längenwachstum der Knochen. Das können Sie sich vorstellen, dass ein Öhrenknochen ungefähr bis zum 18. Lebensjahr noch sich verlängern muss. Und deshalb kann der Knochen sich verlängern, weil in der Epiphysenfuge wir eigentlich diese Ossifikation, diesen ganzen Ossifikationsvorgang haben, aber die Proliferationszone immer wieder neue Chondrozyten herstellt. Ja, also diese Proliferationszone verknöchert sich erst nach dem Ende des Längenwachstums, also ungefähr mit 20 Jahren. Und auf Röntgenaufnahmen können Sie das auch sehen, diese Epiphysenfugen, wenn wir Knochen von Kindern untersuchen. Und typisch sind diese Epiphysenfugen nur auf einer der Epiphysen vorhanden, bei Metacarpusknochen zum Beispiel distal bei, also hier distal bei dem Phalangen proximal. Und das ist zum Beispiel ein Nachweis dafür, dass bei Daumen wir eigentlich keinen Metacarpusknochen haben. Also der Metacarpusknochen des Daumens ist eigentlich entwicklungsgeschichtlich der proximale Phalanx, weil Sie hier auch das sehen können. Hier sehen wir nämlich die Epiphysenfuge ebenfalls proximal wie an, normalerweise an den Phalangen. Ja, und leider gibt es keine Zeit für diese Folie mehr, oder sehr schnell probiere ich das zusammenzufassen, wie zeitlich also dieser Vorgang abläuft. Ja, also im Embryonalalter entsteht zuerst also dieses Herbloer Knorpelmodell, aus dem also zuerst ein Geflechtknochen entsteht, zuerst in der Diaphyse, dann im Epiphysenbereich auch. Und rot wäre Periost, schwarz wäre schon die kortikale Schicht von dem zukünftigen Knochen, und dann wird das Ganze, wie gesagt, umgebaut, und also wenn ein Kind beginnt zu laufen, wirken schon diese mechanischen Kräfte und dementsprechend entsteht der Lamellenknochen, also einmal periostal, die ganze, also die Generallamellen zum Beispiel, und dann wird die ganze Diaphyse zum Lamellenknochen, in der Mitte bleibt natürlich die Spongiosa mit gelbem Knochenmark übrig, aber ansonsten entsteht Lamellenknochen, also kompakter, also alle diese Osteone. Und das dicke Wachstum wird auch hier wie bei den Plattenknochen periostal ablaufen. Die Folgen sind diese Generallamellen, die wir bei Knochengewebe erwähnt haben. Und für das Längenwachstum ist aber diese Epiphysenfuge sehr, sehr wichtig. Ja, und was ich am Ende noch betonen möchte, dass also bei Röhrenknochen und bei kurzen Knochen werden die Gelenkflächen mit Hyalinenknorpel überzogen. Das ist eigentlich ein Bereich, wo dieser Hyalinenknorpel nicht verknöchert wird. Und einige klinische Bezüge noch, also Frakturen bei Kindern sind gefährlich, weil wenn sie gelenknah auftreten, weil dann diese Epiphysenfuge verletzt werden kann, und so kann es dazu kommen, dass später der Knochen nicht mehr in der Länge wachsen kann. Und das passiert. Ja, und eine andere Fehlbildung ist die Achondroplasie oder Chondrodysplasie. Wenn also diese Epiphysenfuge frühzeitig sich verschließt, das ist eigentlich bei diesen Hunden der Fall, und dann sind die Menschen natürlich diese Zwerge eigentlich. Okay, also danke schön für das Zuhören.